Boss-Time in Dark Souls, liebe Freunde. Wir ziehen gegen Ritter Artorias in die Schlacht. Naja, und da wir nur wenige Aufladung haben, habe ich schon mal den Das-Kronen-Ring angelegt, um meine HP zu halbieren. Habe dann wieder den Red-Tearstone-Ring angelegt. Habe jetzt schon innere Kraft angemacht, da meine Gesundheitspunkte jetzt schon runterticken. Ich möchte nämlich so schnell wie möglich in den Red-Tearstone-Ring-Modus kommen, weil ich mit dem Kristallzinnbeschleuniger tatsächlich ja nur 5 Aufladungen Zielflug Kristallseelenmasse habe und das ist es, mehr habe ich nicht. Entweder schaffen wir es damit oder nicht. So, direkt hier mal die erste Kristallseelenmasse aktivieren und dann mal gucken, was der Bursche macht. Nichts an mir vorbeischargen. 725, wow, das wird ein bisschen knapp, ey. 406 sogar nur gestreift und ich bin noch nicht im Red-Tearstone-Modus. Das heißt, ach, jetzt wacht er sich schon. Ah, das macht nur 360 Schaden, der blockt, aber jetzt habe ich den Red-Tearstone-Modus. Alter, 2088, das ist natürlich eine Hausnummer. Dann könnte, wenn das letzte Ding hier trifft, könnte der Kampf tatsächlich damit gewonnen sein? Ole! Ja, dass er tatsächlich blockt, wenn er sich bufft, wusste ich nicht, oder absorbiert. Ja, schnell den Pott hier trinken, damit ich nicht umfalle von innere Kraft. Und wir sagen einmal mehr, yay, Zauberer, 50.000 Seelen, yay, und die Seele und überhaupt, die Aufladungen haben gereicht, yay. Mein Gott, war das von den Aufladungen her knapp. Also wäre ein Ding daneben gegangen, hätte ich ein Problem gehabt, weil ich tatsächlich keine Aufladung mehr gehabt hätte. Großartig. Ja, dann hätte ich tatsächlich den Weg nochmal tingeln müssen. So bleibt uns das zum Glück einmal erspart. So, nehmen wir ganz normal unser Anti-Magie-Schild wieder rein. Und jetzt bräuchte ich mal dringend ein Leuchtfeuer, um hier meine Zaubersprüche ein bisschen aufzufüllen. Denn wir sind ja mittlerweile komplett OOZ, out of Zaubersprüche quasi. So, hocken wir uns, glaube ich, auch direkt mal hier dran, dass wir den Weg nicht nochmal laufen müssen. Skillen tue ich noch nicht, da überlege ich mir erst nochmal, wie ich skillen will. Ob ich jetzt mehr Inskille, mehr Stamina oder tatsächlich mehr Zauberslots, das muss ich mir nochmal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen. Aber was wir mal machen können, wir können hier nochmal eine Seele plöppen und das Leuchtfeuer ein bisschen entfachen, dass wir hier unsere 10 Estus kriegen. Wäre ja gar nicht mal falsch, müssen wir nicht immer hin und her porten. Und wir können uns, glaube ich, noch einmal oben die Seele holen. Da lag ja noch eine rum. Dann können wir die eventuell auch noch plöppen, wenn die uns fehlt, für ein Level-Up oder so. Sprinten wir dazu einmal ganz kurz hier nach oben, Richtung Gaff. Wie gesagt, da lag ja oben eine und ich glaube, das war sogar eine wertige, die irgendwie 10.000 oder 8.000 gegeben hat. Also die sacken wir hier einmal ein, die lag ja da hinten. Dann haben wir die auch schon und können, wenn wir dann in der nächsten Folge leveln wollen, gucken, ob wir die sofort plöppen. Wenn das gerade so kurz vor knapp ist, dann sind die Seelen ja immer ganz nützlich. Ja, wie gesagt, jetzt kommt der interessante Teil, denn jetzt kommen wir, glaube ich, in dem Bereich hier in der Stadt Olasil, wo es die ersten Zaubersprüche gab. Und da bin ich halt schon sehr gespannt drauf. Ach ja, der Typ ist ja hier noch nicht da oder die Frau, die da betet. Da muss ich erst reloggen. Das machen wir dann auch nächste Mal. Gut. Und ja, wir brechen jetzt dann in die Stadt auf, aber das machen wir nächste Folge und ich sage bis dahin.